Track 6 ist wohl so ein Highspeed-Track. Ich bin schon gefahren und habe auch nicht direkt, aber beim dritten oder vierten Mal die Goldmedaille. Und es ist alles dabei. Es ist Tennis Court, wie heißt das? Also dieser Dirt, neue Dirt-Dingens, dann dieses Element. Es ist Eis dabei. Und ja, ich glaube, die Kurve hier könnte Full Speed sein. Also erstmal die erste Herausforderung ist hier gleich die Rechtskurve. Da ist man wohl zu schnell und kann nicht. Vielleicht wenn man springt, so ein bisschen, kann man vielleicht in die Kurve fliegen. Weiß ich nicht, bin ich noch nicht so sicher. Hier, da bin ich mir sicher, das müsste Full Speed sein. Hier rum. Was war da noch? Hab schon wieder vergessen. Ach genau, der Slow-Mo-Part. Jetzt habe ich's, ja, habe ich schon wieder vergessen. Das ist ein cooles, wie sagt man? Nettes Detail. Es ist nicht, es ist, der Slow-Mo-Part ist genau dann quasi, er ist nicht zu lang, er ist nicht zu kurz, es ist genau so, dass man halt, ja, um durch den Checkpoint zu fahren. Das ist meine Personal Best. Ja. Ja. So. Und dann muss ich natürlich auf jeden Fall die Outdoor Time. Ich glaube, hier macht es Sinn, ganz rechts zu fahren direkt. Je nachdem. Ich bin jetzt, hab den Track noch nicht raus. Hier Stallwand. Und hier, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Jetzt try again. Ja. Hier könnte sein, dass man so springen muss. Weiß ich aber nicht. das Full Speed irgendwie. Ich glaube schon, dass Full Speed ist. Und dann hier natürlich nicht mehr, denke ich. So, denke ich, denke. Jetzt kommt der Slow-Mo-Part. Halte ich mich rechts? Je nachdem, wie schnell man ist. Vielleicht geht das auch nicht, wenn man zu schnell ist, dass man sich nicht rechts hält. Ja, jetzt kommt ein Sprung und ein Eis-Part. Zack. Ja, war nicht optimal. Und das ist es eigentlich schon. Beim Ziel muss man nicht mehr viel machen. Und es ist direkt die Outdoor-Time. Around 55. Ja. Yes, I just got 40. No, what is it? 54. 9. And it's no. Ja, wie sagt man? Wie sagt man das? Got the Arthur Medal. So, anyways. Genau. Also, ich fahre jetzt wieder und dann hänge ich wieder eine bessere Zeit dran. Muss doch ein bisschen ausprobieren. Da bin ich mir nicht sicher mit dem Sprung. Oder kann man das irgendwie anders, wenn man die ganze Zeit auf dem Weißen bleibt? Man muss ein bisschen rumexperimentieren und ich brauche bei sowas meistens länger als andere Leute. Könnten auch mal den Weltrekord dran machen, wie er fährt. 47,90. Ah ja, er springt also, wenn er das ist. Ich denke, es ist er. Ah, okay. Ich häng was dran. Bin ja noch neu, ne?
Ja, das ist okay. Das ist okay mit mir. Das ist okay. Ja, fahren wir erst auch nicht gut, aber wir fahren mal weiter. Ja, was ähm ich für eine Zeit an? Das ist eine gute Frage. Autorenzeit habe ich ja schon. Er geht halt einiges, ne? Also ich könnte eigentlich auch den ganzen Tag fahren, weil da geht natürlich immer noch was. Man weiß es, aber man kriegt es ja halt erstmal nicht hin. Auch da extrem viele Runs für. So. Jetzt bin ich einmal. Okay, jetzt bin ich wenigstens einmal über diesen Huckel gesprungen. Zack. Okay, 51,60. Sicher. Weiß ich nicht. Das belasse ich jetzt, glaube ich, mal so. Auto-Medaille ist echt. Er schreibt eine Easy Auto. Ist relativ einfach, fand ich auch. Okay, lassen wir so. Und ja. Werde ich bestimmt handeln im Stream. Freue mich. Tschüss.